hat der noch heute beliebte Grundsatz Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser in der Gegenwart ausgedient? Der galt meines Erachtens noch nie. Es hat quasi ein Menschenbild, wo man irgendwie den Mitarbeiter eigentlich eher so als sehr unmündig wahrnimmt. Wenn man Menschen motiviert, wenn sie Spaß an dem haben, was sie haben, machen, wenn sie das Gefühl haben, das, was sie machen, bringt sie selber weiter und das Unternehmen und es gibt quasi eine Art Zielharmonie zwischen beiden, dann gelingt gerade in den heutigen Zeiten die Zusammenarbeit sehr viel besser. Und das heißt nicht, dass man gar keine Kontrolle braucht. Wertschätzende Kontrolle ist vielleicht der passende Begriff, also nicht blind vertrauen, aber eben auch nicht die neuen Möglichkeiten für Kontrolle nutzen. Schaden diese Freiheiten aber nicht möglicherweise der Produktivität im Unternehmen? Ganz grundsätzlich kann man feststellen, dass im Durchschnitt wir das Vertrauen unserer Mitmenschen unterschätzen. Ja, typischerweise um 20-30%. Das heißt, Mitarbeiter, aber auch Menschen, mit denen wir interagieren, sind im Durchschnitt sehr viel vertrauenswürdiger, als wir das vermuten. Das heißt nicht, dass es nicht auch schwarze Schafe gibt. Und da muss man auch genau schauen, dass man diese kontrolliert. Aber der Effekt, den wir in unseren Studien gefunden haben, ist deutlich in die Hinsicht, dass wenn man mehr vertraut, man insgesamt auch eine höhere Arbeitszufriedenheit erreichen kann und am Ende auch mehr Umsätze letztlich generiert. Einfach weil diejenigen, denen man zu Recht vertraut, mehr dazu beitragen, dass die Produktivität steigt, als die wenigen, die eben sich als schwarze Schafe entpuppen. Welchen Rat haben Sie an jemanden, der eine Kultur des Vertrauens möglicherweise im eigenen Unternehmen aufbauen möchte? Also das wichtigste Missverständnis vielleicht, um das vorwegzunehmen, ist, dass man gar nicht mehr mit den Mitarbeitern spricht und sie möglichst ganz alleine lässt. Das meinen wir damit nicht, sondern es geht quasi um eine gesunde Mischung zwischen wertschätzender Kontrolle und dem Vertrauen und den Rahmen schaffen, in dem die Mitarbeiter selbstbestimmt ihre Arbeiten auch koordinieren können. Also nicht die Kontrolle, man schaut über die Schulter, nicht nur Kennzahlen, nicht nur quasi in irgendeiner Form alles versuchen zu messen und ein Stück weit auch Verantwortung zu delegieren an den Mitarbeiter und dann am Ende natürlich zu schauen, was das Ergebnis gewesen ist und ob das Ergebnis gewesen ist, was man sich vorgestellt und gewünscht hat. Gibt es beim Aufbau derartiger Strukturen möglicherweise unternehmensspezifische Unterschiede in der Praxis? Es kommt darauf an, wie die Unternehmens- oder die Führungskultur in dem Unternehmen ist. Wenn Sie eine sehr autoritäre, sehr auf Präsenz setzende Kultur haben, können Sie nicht von heute auf morgen diese in eine Vertrauenskultur umwandeln, auch keine Vertrauensarbeitszeit einführen. Was man aber machen kann, ist in kleinen Teams vielleicht, die sich neu zusammengestellt werden, erstmal auszuprobieren, vielleicht auch im Rahmen eines Change, also Veränderungsprozesses, im Rahmen von Seminaren das Ganze einfach mal vorzufühlen, erstmal zu gucken, wie weit kann ich meinen Mitarbeitern vertrauen, eine Art Teambuilding-Seminar vielleicht auch durchzuführen und dann darauf aufbauen, schrittweise etwas einzuführen. Also wenn man sehr viel kontrolliert hat, kann man nicht von heute auf morgen das einstellen, aber man sollte versuchen, in diese Richtung hineinzukommen. Warum ist es wichtig, vielleicht auch mit dem Blick in die Zukunft gerichtet, schon heute eine Kultur des Vertrauens im eigenen Unternehmen aufzubauen? Naja, also nichts ist so stetig wie der Wandel und gerade mit Blick auf die Veränderung in digitalen Zeiten, aber auch veränderten Ansprüchen, die die Generation Y stellen kann, mit Blick auf Fachkräftemangel, die Schwierigkeiten im Handwerk noch gute oder überhaupt Mitarbeiter zu finden, zeigt schon, dass man ein bisschen gucken muss, ob das, wie man bisher erfolgreich gewirtschaftet hat, auch unter den veränderten Bedingungen möglich ist. Weil die jungen Menschen sind vielleicht auch ein Stück weit anders, was ihre Ansprüche angeht. Sie wollen auch ein bisschen mehr ihre Freiheit haben, eine bessere Work-Life-Balance für sich selber in Anspruch nehmen, mehr flexible Arbeitszeiten haben. Und das einfach mal auszuprobieren, würde ich jedem empfehlen, gerade wenn er vielleicht im Moment noch gut dasteht, weil solche Prozesse dauern eine Zeit lang und das erst umzusetzen, wenn man quasi schon Probleme hat, was Gewinne oder Umsätze oder Fachkräfte betrifft, ist dann häufig zu spät. Welche Tipps haben Sie abschließend in Sachen Vertrauenskultur an unsere Zuschauer? Also zunächst würde ich empfehlen, einfach mal durchaus eine kleine Beratung auch in Anspruch zu nehmen. Muss gar nicht lang sein, eine halbe Stunde, eine Stunde, vielleicht einen halben Tag zu investieren, um mal genauer dieses Thema sich anzuschauen. Was heißt Vertrauenskultur in meinem Unternehmen, in meinem Tätigkeitsfeld, in meiner Branche? Und zum Zweiten ist dann mal in kleinen Bereichen auszuprobieren und wirklich dort dann einfach zu versuchen, ob es nicht auch mal etwas anders funktioniert. Und mit diesen beiden Wegen haben wir mit vielen Unternehmen eigentlich gute Erfahrungen gemacht, die dann sich so schrittweise auf den Weg gemacht haben. Das ist nicht für alle was, aber doch für viel mehr Unternehmen, als die im Unternehmen häufig denken.